Für den 1989 auf den Markt gebrachte Porsche 964 wurde viel Geld ausgegeben mit dem Ziel, ein Auto für die 90er zu bauen, aber gleichzeitig optisch das Erscheinungsbild der 60er beizubehalten. Dieser Turbo hat Servolenkung und ABS, leistet 360 PS und hat einen Topspeed von 270 km/h. Auf weitere technische Details möchte ich in diesem kurzen Beitrag nicht eingehen, weil jeder, der sich für Sportwagen interessiert, weiß, was für eine tolle Maschine diese 964 Turbo ist. Der Kunstdesign ist aber etwas anderes. Der ist vom Schweizer Künstler Stephen Kern. Er hat dieses Auto in ein Kunstobjekt verwandelt. Und aus eigener Erfahrung weiß ich mittlerweile nach ein paar Kilometern, dass viele Leute sich bewundert umdrehen, wenn sie dieses Auto vorbeifahren sehen. Was ich gerne vermitteln möchte, ist das Gefühl, wenn man dieses Auto fährt. Und das sage ich überdeutlich möchte, weil ich kann die Worte nicht finden. Dies ist einer der beste 964 Turbo, die ich gefahren bin. Und ich kann wirklich sagen, ich bin viele gefahren. Der Design ist natürlich einzigartig. Es ist ein Folien darüber. Wenn man das nicht will, kann man es wegnehmen. Aber mit dem Folien hat man natürlich wirklich ein einzigartiges Design. Und ein Einzelstück könnte man dann sagen, wenn man das eines Tages nicht mehr will, nimmt man es weg. Und dann hat man wirklich ein fast nagelneue Porsche aus 1991. In der Ausstattung ist wie 9. Für mich kriegt dieses Auto ein 10 aus 10. Ganz ehrlich, wenn ein Auto so gut ist, dass ich die Worte nicht finden kann, Sie können es selbst ausfüllen.